Willkommen zu Excel 2010. Hier geht es um mehrere Konsolidierungsbereiche bei Pivot-Tables. Hier geht es um mehrere Dateien, die in einer Pivot-Auswertung gleichzeitig analysiert werden sollen. Ich habe hier eine Pivot-Auswertung mit einem Pivot-Chart. Das heißt, ich habe hier Daten ausgewertet. Ich habe hier Projekte. Eins hat in Herne stattgefunden, war unterteilt in 5 Teilprojektschritte. Ich habe ein Projekt in Wuppertal gehabt. Das war unterteilt in 5 Teilprojektschritte. Und natürlich wurden diese Projekte nicht von einer Person bearbeitet. Hier auf der rechten Seite sind die Stunden, die über das Jahr angefallen sind, sondern von mehreren Personen. Ich habe hier einen Datenschnitt. Wenn ich also wissen möchte, was haben Katja und ich drücke mal Steuerung und Tanja an dem Projekt gearbeitet, sehe ich hier die Stunden der beiden aufgelistet für die einzelnen Projekte. Ich kann das Ganze auch hier über die Berichtsfilter natürlich einstellen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz die Datenquelle überhaupt an. Ich wechsle mal kurz aufs Register Ansicht, dort auf Fenster wechseln. Ich habe hier 5 Dateien vorliegen, die habe ich auch geöffnet und in diesen 5 Dateien sind die Stundenzettel der Person. Ich sehe also, der Andreas hatte ja an einem Projekt an 5 Teilaufgaben gesessen. Diese Stunden sind hier innerhalb des Jahres angefallen. Ich sehe also an Projekt 200 sind es 459 Stunden und diese ganzen Stunden pro Person, pro 5 Personen für die ganzen Codes, die sollen in diesen konsolidierten Pivot-Tabellen dann zusammengefasst werden. Wie baue ich das Ganze auf? Jetzt schaue ich mir erstmal die Datenquelle an in meiner Zusammenfassung hier. Ich gehe in meine Zusammenfassung, schalte hier einmal kurz rein, wechsle zur Datenquelle. Das ist jetzt gar nicht so simpel, weil wenn ich hier klicke auf Optionen, auf Datenquelle ändern, gibt es hier bei Datenquelle ändern, ja, ein Hinweis, ich habe hier wohl mehrere Konsolidierungsbereiche. Und hier steht, wählen Sie Alt-DP, aha, Alt-DP, Alt-D, ja, funktioniert schon nicht. Ich muss Alt-N-P klicken und hier sehe ich, wenn ich auf Zurückklicke, aus welchen 5 Tabellen ich mir das zusammengebaut habe. Ich habe mir auch hier oben einen Eintrag in die Symbolleiste für den Schnellzugriff gesetzt. Ihr könnt hier aus den weiteren Befehlen die Pivot Table und Pivot Chart Assistant Schaltfläche raussuchen. Das müsst ihr hier bei allen Befehlen holen. Und wenn hier auf diese Schaltfläche geklickt wird, kommt halt, ich gehe mal hier in den ersten Schritt zurück, kommt hier halt ein Assistent, wie er bei Excel 2003 noch vorlag und wie er hier normalerweise in 2010 nicht mehr zu finden ist über den Standardweg, weil wenn ich normalerweise auf Einfügen Pivot Table klicke, sieht der Pivot-Tabellenassistent so aus. Ja, also der alte Pivot-Tabellenassistent bietet mir die Möglichkeit, mehrere Konsolidierungsbereiche zu setzen. Und ich baue das ganze Blatt einfach jetzt nochmal neu auf. Ich nehme eine neue Datei, drücke mal STRG N, hole mir mit Alt N P den Pivot-Tabellenassistent, klicke auf mehrere Konsolidierungsbereiche und jetzt sind ja die 5 Dateien noch geöffnet, das ist von Vorteil. Ich klicke mal auf Weiter. Einfache Seitenfelderstellung. Ich habe nur ein Kriterium gleich, das ist der Dateiname, der die 5 Analysen, die 5 Daten unterscheidet. Und jetzt hole ich mir mal den ersten Bereich, klicke auf Durchsuchen und hier sind die 5 Dateien, die gerade geöffnet sind. Ich wähle die eine Datei aus, klicke auf OK. Welcher Datenbereich ist denn das? A1 bis Spalte N. Ja, ich weiß nicht, wähle weit, ich tippe einfach mal eine 100. Klicke auf Hinzufügen und jetzt wird mir der Datenbereich, weil die Datei geöffnet ist, auch angezeigt. So, ich kann klicke jetzt mal auf den nächsten Bereich. Ich kann natürlich auch hier oben über Ansicht in die Datei, hier Ralf, wechseln und hier entsprechend die Daten von Ralf markieren. Ja, und darauf hinzufügen klicken. So, dann hole ich mir die nächsten Daten, klicke auf Fenster, Katja, markiere die Daten, klicke auf hinzufügen oder ich weiß, der nächste Bereich heißt Tanja, dann wechsle ich einfach hier den Namen aus.
Klick auf Hinzufügen und der letzte Bereich. Na, wen haben wir denn dann noch? Den Frank. Und da klicke ich noch auf Hinzufügen. So, jetzt habe ich mehrere Datenbereiche, klicke auf Weiter. Und jetzt möchte er mir die Pivot-Tabelle einsetzen. Da klicke ich auf Fertigstellen, hier in die Zelle A3. So, und jetzt bekomme ich meine ganzen Codes vorne. Ich zeige die Originaldatei nochmal. Ansicht, Fenster wechseln hier. Das waren die Codes, wo die Stunden gesammelt wurden. Auf diesem Code wurden im Januar 23 Stunden bei Ralf gesammelt. Ja, und hier 224 Stunden im ganzen Jahr, wenn ich mir das hier nochmal anschaue. Hier 200, ja, 41. Ich sehe hier gerade die Anzahl. Das ändere ich natürlich mal kurz. Optionen, Berechnungen, Werte zusammenfassen nach Summe. Ja, hier sehe ich 200. Da sind hier insgesamt von allen fünf Personen 1489 Stunden im ganzen Jahr gesammelt worden. Von daher, mich interessiert nur die Gesamtzusammenfassung, dass er hier einmal die Monate zusammenzieht, in meiner Berechnung hier addiert und dann alles nochmal addiert, verdoppelt ja den Wert. Also von daher, zum einen hinten die Summe weg, Entwurf, Gesamtergebnisse. Ich möchte keine Summe auf der rechten Seite für die Spaltennamen. Und ich möchte die einzelnen Monate auch nicht sehen, also klicke ich hier bei Spaltenüberschriften noch auf Alle Anzeigen weg und blende mir lediglich die Gesamtinfo ein. Klicke auf OK. Ja, und jetzt ist der ganze Bericht schon verdichtet auf meine fünf Personen und was die pro Projekt geleistet haben. Ja, jetzt fehlt mir aber die Information, dass das hier das Projekt in Herne war. Kein Problem, ich klicke auf Optionen, ich habe hier die fünf markiert, die zusammengehören, klicke auf Gruppenauswahl und damit gehören die fünf zusammen. Diese Gruppe benenne ich jetzt noch kurz um, das hier waren die Projekte in Herne. Die 200er, das waren meine Projekte, ich fasse mal kurz zusammen, das waren meine Projekte in Bochum, mit Enter bestätigt. Die 300er waren meine Projekte, Gruppenauswahl. In Wuppertal, die 400er, kurz markiert, Gruppenauswahl, in Kamp, Lindford, ich mache es hier noch rund, Gruppenauswahl auch für Gruppe 5 und für Gruppe 6, das hier, sagen wir mal, war Sauerland. Und das hier war in Herne. So, Gruppe leer. Ich habe ja auch viele leere Zeilen mit eingefügt. Die nehme ich raus. Zeilenbeschriftungen, leere Einträge bitte rausnehmen. Ja, und jetzt habe ich hier schon eine einfache Möglichkeit, wenn ich hier in meiner Pivot-Analyse stecke, mir nicht nur die Einzelstunden anzuschauen, sondern hier auch auf die Codes, auf die zusammenfassenden Elemente, die ich ja in meinen Ursprungsdaten so nicht hatte, zu verdichten. Ich klicke einfach mal aufs Minuszeichen. Also ich stehe auf einem Hauptelement hier auf einer Ebene höher, klicke auf Minus und das wird verdichtet. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Ich habe ja die fünf Personen. Ich habe ja hier meine fünf Listen. Nochmal einen kurzen Blick. Ansicht, Fenster wechseln hier. Von Ralf, Katja, Frank, Andreas, Tanja. Ja, und das sind hier die Seitenfelder. Nur schaue ich mir die jetzt mal an. Und da steht Element. Das sind die Elemente 1 bis 5. Das sind meine 5 Personen. Die muss ich jetzt umbenennen. Aber wer ist was? Jetzt kann ich natürlich schauen, welche Zahlen. Ich wähle einen aus und schaue mir an, wer führt hier diese Zahlen hier. Also indem ich die Stunden einfach mal zusammenziehe. Das Einfachste wäre hier sicherlich, ich schaue einfach mal in die Daten rein. Ich gucke hier im Pivot-Tabellen-Assistent, klicke ein Schalter hier zurück. Element 1 ist Andreas, Frank, Katja und so benenne ich die jetzt mal. Andreas, Frank, Katja, Ralf, Tanja. Das heißt, ich klicke hier drauf, ich wähle einen aus, habe ich ja, und wähle hier in der Bearbeiten-Zeile einfach einen neuen Namen. Bestätige den. Achtung, will ich das umbenennen? Jawohl, Andreas, Frank, Katja. So, das heißt, ich muss jetzt den zweiten wählen. Frank. Mit Enter bestätigen, jawohl.
Element 3 auswählen, markieren, Katja, jawohl, Ralf, bestätigen und zuletzt noch Tanja. Bestätige das mal mit dem Häkchen. So, jetzt kann ich hier die Personen auch noch gezielt auswählen oder sagen, ich möchte hier von zwei Personen, Tanja, Katja und Andreas, möchte ich hier die Daten sehen oder doch wieder von allen. Schau nochmal in die Datensammlung hier rein. Von diesen Personen wird gezogen. Ich kann hier natürlich die Datenbereiche auch noch ändern. Ich kann hier ergänzen, löschen, also modifizieren jederzeit möglich. Das Ganze kann jetzt natürlich auch noch hübscher gemacht werden, indem ich hier in die Seitenfelder klicke, einen Datenschnitt einfüge. Also dass ich hier nicht das Ganze immer über diese Liste auswähle, sondern über Datenschnitte für die Seite 1. Klick auf OK. So, jetzt steht hier Seite 1, weil hier auch Seite 1 steht, also nochmal rausgenommen. Auch dies hier kurz umgeändert. Mitarbeiter heißt das Feld hier jetzt. Jetzt klicke ich wieder auf Optionen bei Pivotable Tools auf Datenschnitt einfügen. So, auch hier für Mitarbeiter jetzt die Datenschnitte, ein bisschen kleiner gemacht. Das heißt, ich kann jetzt hier gezielt sagen, klick Andreas, klick Katja und mit Steuerung gedrückt vielleicht auch Frank und Ralf und sehe dann für die Ausgewählten die jeweiligen Zahlen. Noch kurz ein Diagramm dazu, das hatte ich gerade in der ersten Grafik auch angezeigt. Ich klicke auf Optionen bei den Pivot Table Tools, klicke auf Pivot Chart und wähle mir hier ein Säulendiagramm aus, klicke auf OK. So, vielleicht noch ein bisschen anders formatieren. Na, oh, Gruppe 5. Die habe ich wohl nicht umbenannt. Das hatte wohl im letzten Moment nicht geklappt. Was ist denn das gewesen? Das war Oberhausen. Mit Enter bestätigt. So, jetzt steht hier auch natürlich in der Grafik Oberhausen.